und Geschäftsführer Hartmann Eduard Carver meldet. Schützenkompanie Lana, Offiziere und Abordnungen aus dem Südtiroler Schützenbund zur Franz-Hilfer Gedenkfeier angetreten. Bitte am Front aufschalten. Landsleute, die ihr es für notwendig erachtet habt, trotz allen Feierlichkeiten zu Autonomie und Paket heute hier herzukommen, um jenen Männern zu gedenken, die vieles, was wir heute haben, überhaupt erst ermöglicht haben. 20 Jahre Faschismus, mehrere Jahre Nationalsozialismus, vor allem die postfaschistische Assimilierungspolitik hatten den Menschen in unserem Land arg zugesetzt. Es waren anfänglich nur harmlose Aktionen, wie das damals bei Strafe verbotene Hissen der weiß-roten Tiroler Fahne. Später griff man zu härteren Mitteln. Man sprengte Strommasten und auch andere staatliche Einrichtungen waren das Ziel der Anschläge. Menschenleben sollten geschont werden. Wie unvorstellbar groß müssen denn die Unterdrückung und der Gram gewesen sein, muss der Wunsch nach Freiheit gewesen sein, wenn Tiroler aller Altersklassen bereit waren, sich einer derartigen Gefahr auszusetzen. Von Samstag bis Dienstag früh musste er ununterbrochen ab 8 Stellung stehen, ohne Essen und Trinken, die Zehen zerquetscht und mehrmals bewusstlos geschlagen. Beide Ohren sind ihm dabei fast abgerissen worden, hat er später seinen Mithäftlingen berichtet. Und heute, fast auf den Tag genau vor 48 Jahren, es war ein Mittwoch, ist er dann in der Haft an den Folgen der schweren Misshandlungen gestorben. Franz Höfler war ein Vorkämpfer. Mit seinem "Es muss etwas geschehen" war er zu seiner Zeit einer von jenen, die sich abgehoben haben von denen, die sich wohl recht oder schlecht arrangiert hatten mit den Gegebenheiten. Er war richtungsweisend. Ohne seinesgleichen wären die Verhandlungen um mehr Einständigkeit, und wir kennen Italien diesbezüglich nur zu gut, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Sande verlaufen. Es muss unsere Aufgabe sein, heute jenen Vorkämpfern, die sich für die Heimat eingesetzt haben, vom Staatsapparat aber auf unmenschliche Weise ausgeschaltet worden sind, unsere Stimme zu verleihen, mit den Worten und Mitteln von heute. Franz Höfner hatte es schon 1961 erkannt. Deshalb
hat er sich eingesetzt für seine Ideale, für Freiheit und Gerechtigkeit. Mit keinem Satz und mit keiner Zeile klagt er das italienische Volk an, trotz aller Qualen, die er erleben musste. Den Staat, der Unrecht handelte, bot die Häftlinge die Stirn. Auch das ist ein Vermächtnis Franz Höflers. Keine Pauschalisierungen, aber klare Worte für das geschehene Unrecht und für die eigene Vision. Cool. Ja? Generalischer. Ja. Laden. La. Sit. Da. Schluss. Oh. An. Cool. Da. Dressen.